Hallo Freunde von Dishonored 2, willkommen zurück und ja, wir gucken mal, da oben ist ein Wasserfall, aha, okay. So, flip. Wo wir jetzt hier sind. So, hier geht's nicht weiter. Da geht es ganz tief runter. Wir müssen dahin zum Anwesen. Ja. Nachdem ich ja letztes Mal noch eine Rune, Knochenartefakte gefunden hatte, okay, da steht einer. Mit dem werden wir aber fertig. So. Warum kann man da durchgucken? Soll man da irgendwas sehen können? Keine Ahnung. Na gut. Wow. Wir könnten an der Kette da runter, ja, und dann? Warum soll ich da runter? Okay, da liegt jemand. Könnte ja vielleicht was sein. Wow. Ja. So. So. Und hep. Ah. Ja. Hey, ich habe ein Rohr. Oder kleine Rohre. Ansonsten ist hier nichts, oder? Erz. 20. Okay. Haben wir 40 Taler bekommen. Ich speichere mal. Oh. Gut. Hier geht's nicht weiter. Nö. Und hier? Nein, da kommen wir unten auch nicht weiter. Alles klar. Hätte ja sein können. Hahaha. Gut, dann wieder zurück. Irgendwie. Warte mal. Hopp. So, und dann wieder hier hoch. So. Okay.
Nein, nicht runter, hoch will ich. Hopp. Gut. Ne, da waren wir. Okay, jetzt müssen wir an den da vorbei. Mach ich nochmal speichern. So. Ach, Wache, komm mal her. Ich brauche hier drüben Hilfe. So. Wow, der fliegt da. So. Was willst du, hä? So. Why? So. Was haben wir denn hier? Nee, das will ich jetzt nicht essen. Sieht nicht mehr neu aus und so. Wei. Ja. Guten Flug. Und so. Wow. Du sollst ja nicht rot werden, Mann. Okay. Wir müssen ja aber dahin, ja. Müssen mit dem Wagen fahren. Nö, da können wir auch nichts machen. Haben die noch was bei sich? Nein, haben sie nicht. Gut. Dann. Ja. Komm zurück! Hallo. Das hier ist mein Ende. Nee, das ist dein Ende. Vorübergehend. So. Ist da noch irgendwas drin? Einen roten? Hm. An alle Einheiten, bla bla bla. So. Ich laufe weiter. Alles einsteigen bitte.
So, und weiterfahren. Jo. Achtung. So. Wo kommen wir denn hier hin? Ein geheimes Liebesversteck hier oder was? Okay. Speichern. Okay. Kommen wir darüber? Wow. Wir kommen darüber. Und hier ist sogar eine Treppe. Wo führt die denn jetzt wieder hin? Okay, nur nach einer kleinen Ecke, wo. Upsala. Okay. Dann sind wir also hier. Haben wir das auch mal gesehen. So. Alles klar. Dann geht's wieder nach oben. Lalalala. Ja. Dieses Anwesen ist eigenartig schön, doch diese Orte verfallen alle irgendwann einmal. So ist es. La 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 la. So. Und rein da. Das Maschinenhaus. Ja. Wir hier diesen Anton Sokolov finden. So, weiter geht's. Dendosch, es wird Zeit für Ihre Taten zu bezahlen und vielleicht finde ich Sokolov. Rette Anton. Warum denn retten? Eliminiere ihn dort. Okay. Moment, das müssen wir nochmal in Ruhe gucken. Also. Müsste im Labor sein. Naja. Kann sein.
Also den alten Mann müssen wir finden und retten. Und diesen jungen Heini hier, den müssen wir umbringen. So. Wir haben hier neutrales Gebiet. Auch mal wieder. Sehr schön. Beobachte aus der Tiefe, was? Okay. Wäre doch toll, wenn das Ding die Leila in die Tiefen runterzieht. Gut, hier haben wir was zum Abspielen. Was bist du für ein Hund? Da wird nichts so gesagt. Okay, das mit den Soldaten versteigert, das hatten wir schon mal. Würde so etwas bauen. Und warum? Ah, jemand hat einen der Mechanismen im Haus aktiviert. Jindosh. Willkommen, Besucher. Mein Haus steht immer offen. Ich will wissen, wie ein normaler Mensch diese sich verschiebenden Räume überwindet. Ich bin Kirin Jindosh. Aber das wissen Sie sicherlich. Vor Ihnen sehen Sie eine Erfindung, die meine Zeit überdauern wird. Jindoshs mechanischer Soldat. Bewundern Sie das verstärkte Metallskelett und die rasiermesserscharfen Klingen. Walöltanks in Miniaturgröße sind überall am Körper verteilt und werden von Platten aus Emberholz geschützt. Visuelle Erkennung vorne und hinten. Akustische Sensoren für den Fall einer schweren Beschädigung des Kopfes. Meine größte Erfindung. Teilweise ist dieses Haus Luxus und Spektakel, würde ich sagen. Aber es ist noch mehr. Ein Meisterwerk der Ingenieurskunst. Okay. Mal so angucken, wie das eigentlich vorher aussah. Wiedergabe für erfolgreiche Ortung. Ich hätte erwartet, dass Sie sich inzwischen zeigen. Die Maschine stellt eine Umgebung.
Okay. Ein Pferd. Halt Pferd. Weil es Pferd. Was wie? Wird aber noch ein bisschen warten können, ne? So, dann kommen wir ja. Das Gehirn hat Die sich ja. Maschine etwas entdeckt. Hä? Öffnen. Aber kann ich gar nichts mitnehmen. Hier auch. Aber brauche ich ja nicht. Gut, ich würde mal sagen, so. Ja, sowas wie Diese Telefon. Wiedergabe weist auf eine mutmaßliche Ortung hin. Nee, das hier ist so geblieben. Okay. Ja, Sie sind fast am Ziel. Kommen Sie in die Galerie, damit ich Sie sehen kann. Immer noch leerlauf. Laden Sie die zweite Spule wieder auf. Jetzt fange ich an zu verstehen. Bücher. Okay. Was Blaues kann ich nicht gebrauchen. Also gebrauchen ja, aber kann ich nicht mitnehmen. Brauche ich im Moment auch jetzt nicht unbedingt. Da kommen wir nicht durch. Oder noch nicht durch. Na dann. Jetzt, wo ich Sie sehe, weiß ich, wer Sie sind. Kein bezahlter Mörder. Dafür sind Sie zu gut angezogen. Ein adliger Draufgänger? Schon eher. Sie wurden am Schwert ausgebildet, formal, aber Sie sind kein Fechtkünstler. Einen Teil haben Sie auf der Straße gelernt. Und Sie haben die Augen Ihres Vaters, Eure Kaiserliche Majestät. Willkommen, Lady Emily Caldwin. Beeindruckend, Jindosh. Dann wissen Sie sicher auch, warum ich hier bin. Meine Beziehungen zum Herzog haben Sie wohl zu mir geführt. Oder Sie suchen den gescheiterten Anton Sokolov, der es sich im Vorführraum bequem gemacht hat. Kommen Sie nur und nehmen Sie sich, was Sie suchen. Doch sollten Sie versagen, werde ich Sie in meinem Labor sezieren und untersuchen. Bis dahin ist Ihr Geheimnis bei mir sicher. Dann bis gleich, Jindosh. Bis dahin.
Verschlossen. Die Wiedergabe zeigt an, dass die Maschine aufwacht. Wiedergabe zeigt kriminelles Profil. Nicht autorisiert. Aktiviere Kampfmodus. Wiedergabe für eindeutige Gegner. Im Kampfmodus. Wiedergabe für Kampfprotokolle. Kampfprotokoll 6. Aber feindlich. Wiedergabe zeigt junge Frau, bewaffnet. Wiedergabe zeigt Wechsel zu alternativen Taktiken. Wird abgespielt, wenn der Feind ausweicht. Bei Wiedergabe, Feind im Rücken. Sie sollen rechts wissen. Das Letzte, was Sie sehen, ist ein wundervolles Werk der Ingenieure. Okay. Jetzt gehen die so langsam und auf einmal, zack, sind die schnell hinter ein. Gut. Gut, ich versuche hier noch einmal was zu machen. Ich weiß, dass ich einmal jetzt, glaube ich, in der letzten und vorletzten halt auch ein bisschen lange gemacht habe. Aber naja, einmal die auch ein bisschen kürzer gemacht. Wo fangen wir denn jetzt wieder an? Da. Jetzt erst. Hoppala. Hinter den Wänden. Okay. Lass mal sehen. Feind lockt Kampfzeichnung verloren. Ja, dann such mal weiter. Ich habe mich erstmal ein bisschen versteckt. Gut. Hier unten kommen wir jetzt natürlich nicht raus. So. Geht das hoch? Okay. Tja. Wiedereinleitung des Graphits. Wenn das läuft, lädt die Maschine die Magnetspule wieder auf. Mal sehen. Was haben wir? Wiedergabe für erfolgreiche Ort. Löse elektrostatische Ladung aus. Zurückdrehen. Oh. Wechsle zu alternativen Taktiken. Okay. Das ist ja eine Maschine. Die können wir dann also nicht betäuben. Und wie ist das hier?
Kontrolle. Jetzt gar kein Kopf mehr. Wiedergabe für Kampfprotokolle. Okay. Okay. Es wacht von allein auf, wenn ein Kampf ausbricht. Sie sind blind, aber sie hören. Nein, nicht mehr als ein Audiograph es tut. Ich sehe mich mal um. Ich zeig dir, wie ich meinen Offiziersrang verdient habe. Löse elektrostatische Ladung aus. Zurücktreten. Okay. Gut. Immerhin scheint er da nicht durchkommen zu können. Halt, eine Münze wieder mitnehmen. So. Der hat auch noch was. Nö, hier ist nichts. Tja, wie habe ich das denn geschafft? Das wüsstest du gerne, was? Okay, da kann man hoch.
Was? Ja. Ich speichere dir mal und guck mal, was da kommt. So funktioniert das also. Hallo? Zurück, aktiviere den Blitzpfeiler! Gut. Sie haben also meinen Blitzpfeiler deaktiviert. Nicht schlecht. Okay, Freunde. Ich würde erstmal sagen, das war's für heute. Haben wir einiges gesehen. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Ist da jemand? Hä? Das dauert nicht lang. Wird abgespielt, wenn der Feind ausweicht. Ja. Der eine hat den Betäubungsfall abbekommen, der pennt wohl erstmal. Und ich gehe auch pennen, liebe Leute. Das war's für heute erstmal und wie gedacht, ne, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis, ja, dann. Bye, bye.